Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge LS22 hier auf dem kleinen Land. Wir haben beim letzten Mal erfolgreich sehr, sehr viel Geld verdient. Wir haben die Hose verkauft und die Silageballen aus dem Schlauch waren auch verkaufsfertig. Der Preis war heiß, das Konto ist voll. Bedeutet, wir machen heute Sachen, die wir letztes Mal besprochen haben, wie zum Beispiel hier die Hühner umziehen lassen und hier eine BGA hinzubauen. Aber passt mal auf. Ja, wir gehen mal hier in die Gülletechnik, denn, ja, ich war im Steam-Shop mehr oder weniger unterwegs und schaut mal hier, ich habe diese Pumpsen-Hose-Pack gekauft. Ich habe keine Ahnung warum, ich fand es einfach toll, weil war irgendwie im Angebot. Ich habe nämlich das andere Paket, dieses Horsch-Paket, was jetzt bald kommt, das habe ich mitgekauft und irgendwie komischerweise, ja, weiß ich nicht, ob die das gefixt haben. Waren hier, guck mal hier, der Vario Black Beauty, der hatte mir gefehlt. Da hatte ich damals einen Freischaltcode gehabt, der war dann irgendwie nicht mehr da, weil aufgefallen ist mir das eigentlich, ich wollte den Black Anthem LKW haben. Ja, der war auch nicht mehr da, wo ich mir so dachte, ey, wo ist der? Ja, kostet 99 Cent auf Steam, das Ding, ne, ist immer nichts. Dann dazu gleich hier die Traktoren wieder da, Zetor, Porsche Diesel und dieser Volvo Krabat. Noch was? Okay, keine Ahnung, ich glaube, das war es erstmal. Ja, wir wollten nämlich eigentlich in die BGA-Geschichte gehen. So, jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass hier in diesem Mod-Paket auch noch weitere BGAs mit dabei sind, weil so sah es nämlich auf den Bildern aus. Hier ist nämlich schon los, siehste? Was ist denn das hier? Ein stationärer Separator. Was macht der? Das ist nämlich neu, das ist aus diesem Pumpen-Hose-Paket. Fermenter 220M. Der macht aus Silage, Mist, Gülle und das Hackschnitzel, das sind Rübenschnitzel, ne? Macht der Gas- und Gärreste. Nee. Das ist, was ist denn das hier? Warte mal. Ein Feststoffdosiergerät. Geräte werden eingesetzt, um dem, warte mal, ist das hier, läuft das hier alles performant? Ja. Um den Fermenter einer Biogasanlage verschiedene Stoffe zuzuführen. Ach, man kann sich hier die BGA selber bauen, oder was? Okay. Eine Gasfackel. Yep. Das ist aber teuer, ne? Guck mal hier, so ein Ding, so einen fetten Dosierer brauchen wir, wo wir ordentlich rinballern können. Aber nee, komm, wir nehmen die fertige BGA. Die war jetzt auch nicht so günstig, aber die war sehr kompakt und platzsparend. Und ich glaube, die passt hier auch relativ gut hin, oder? Guck mal hier in dem Bereich. Würde ich nämlich sagen, stellen wir die rein und dann kommen die Hühner da erstmal weg. Also, wir fahren den Traktor an die Seite. Der Ding ist, ich weiß noch nicht genau, wo wir die Hühner hin machen. Auf jeden Fall machen wir die irgendwo hin, nur bleiben die nicht hier. Theoretisch können wir die Hühner sogar hier frei auf dem Hof laufen lassen. Das ist ja kein Thema. Ne, machen wir hier irgendwo, hier an der Seite von mir aus. Machen wir den Futtertroch halt hier vorne hin oder was? Das ist jetzt nicht das Problem. Lass die doch auf dem Hof laufen. Ist doch lustig eigentlich, oder? Können wir so machen. Also, wir gehen hin. Wir reißen erstmal ab. Ne, warte mal. Oh, warte mal. Müssen wir die Hühner verkaufen? Wie viele Hühner haben wir hier überhaupt? Zeige mal. Hier sind drin 150 Hühner. Ha. Erzählt nämlich los. Pass mal auf Tiertransport. Haben wir hier irgendwas für Hühner? Hier war irgendwas extra für Hühner mal. Nicht. Ey, war das bei Diverset? Warte mal, irgendwo war das doch. Das ist hier auch. Pumps and Hoses, haufenweise Krempel mit dabei. Kupplungsschlüssel, wie krass. Ne, irgendwo war doch so ein komischer Korb. Ach, da war bei Anbaugeräte, genau. Frontlader, Werkzeuge. Jetzt pass mal auf, hier kommt irgendwie gleich so ein Hühnerkorb, wo wir jetzt eine Hühnerin stecken können. Glaube ich. Hoffe ich. Hier. Nicht. Warte mal, irgendwo war so ein Ding. Bin ich jetzt doof oder was? Bitte sagt nix. Warte mal. War das nicht bei Diverset? Ihr wisst, was ich meine, ne? Das war so ein dicker Hühnerkäfig. War das hier für Radlader? Nee.
Irgendwo war doch hier so ein ganz komischer Hühnerkäfig. Ah! Bei Paletten wartet, möchte ich sagen. Auch nicht, na sag mal. Na, jetzt geht ja los. Ja, bei Radlader wartet auch nicht, ne? Tut mir leid, Leute, wir müssen hier gerade durch. Hilft ja alles nichts. Ich würde die Hühner jetzt ungern einfach alle entsorgen. Wobei wir können auch. Da, nee, auch nicht. Das ist auch nur der Käfig. Wartet bei Tierhaltung? Negativ. Tiertransport bestimmt. Da, na Mensch, da ist er doch. 360 Hühner, die passen hier alle rein. Ein smarter Stapelkäfig. Was brauchen wir denn dafür? Warte mal. Kombination Frontlader. Das haben wir. Das will ich mal probieren. Ich wollte da sagen, war da irgendwo das Ding hier vorne, genau. 1500. Naja, so, da steht da. Wir brauchen jetzt einen Traktor mit Frontlader und wir brauchen das Anbaugerät. Genau. So. Wasserfass, praktisch. Wofür weiß ich noch nicht. Vielleicht die Gewächshäuser oder auch nicht. Mal gucken. Wollen wir den. Ja, wir nehmen den. Abmarsch, komm. Komm raus. Komm, komm. So, dann brauchen wir ein Gewicht für hinten rum und dann stecken wir die Hühner vorne rein. Reicht das hier? Vielleicht ja, mal gucken. So, wir brauchen noch der Gerät, der Anbaugerät. So, dann mal schauen, ob wir das hier alles hier bewerkstelligt kriegen. Gewerkstelligt, bewerkstelligt. Schneidwerkwagen. Brauchen wir den nicht? Ich weiß noch nicht. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten Dings kaufen irgendwann, ne? Einen zweiten Mähdrescher. Der hatte noch ein breiteres Schneidwerk. Das könnte für die Straßen eventuell interessant werden. So wie neben. Oh, guck mal, wie schön. Die Gote gehen sie durch den Käfig durch. So, Frage. Können wir hier jetzt einladen? Hof, Viehhandel. Nee. Wo waren die der Trigger? Hier an der Seite? Müssen wir das dafür lösen? Hof. Ja! Müssen wir die alle einzeln hier rüberfummeln? Achso, weil die alle unterschiedliche Hühner sind. Kann das sein? Nicht einzeln, mach alle. Jetzt müssten alle Hühner hier drin sein. Oh, guck mal, wie schön. Alle aufgereiht. Ha, lustig. Alle in Schockstarre. Das war cool. So, haben wir die Hühner schon mal feinst einfercht in den Käfig. So, wir machen das mal aus. Wir lassen die mal hängen. Ne? Ihr könnt eine Runde trocknen. Ja, keine Angst, euch passiert nichts. Ihr kommt doch bald wieder raus. Ist schon lustig. Das erste Mal, dass ich diese Ding benutze. Aber irgendwie auch cool, weil wir können so Sachen machen. Und zwar, wir werden ein bisschen Demolition betreiben. Wir müssen jetzt hier mal wegballern alles. Wir machen erstmal den Zaun weg. Der an der Straße bleibt. Das kommt weg. Das kommt weg. So. Dann würde ich sagen, bauen wir als allererstes den Hühnerstall da gleich wieder hin. Und zwar. Ja, wie sieht nicht. Wollen wir hier so eine. Warte, haben wir noch einen anderen Freilaufstall? Gerade nicht so richtig. Wie viel passen hier denn? 360. Wäre auch eine schöne Scheune eigentlich. So ein Hühnerstall, oder? Warte mal, kann man da rein? Kann der denn irgendwas Besonderes? Kann man da nie reinschauen? Hallo? Oh. Ist mit Hofsilo.
300.000 Liter, nö, aber eigentlich cool, aber gerade nö. Wollen wir hier mit Zaun drumrum? Nee, ich glaube, ohne Zaun war besser, ne? Das Ding hier vorne? Aber dann steht der Futtertroch mitten im Raum. Ist auch nicht so cool. Was ist denn, wenn wir das einfach mal hier hindrehen? Wir werden hier kollitechnisch ein bisschen Stress haben, vielleicht. Wir brauchen noch das Häuschen hier. Warte mal, wir machen. Dann haben wir die euren Icons immer genau durch die Einfahrt hier. Was machen wir denn da? Habt ihr eine schöne Idee? Wir könnten das allerdings auch hier hinten laufen lassen. Guck mal so. Ah, da müssen wir uns die Hütte auch hier vorne hinstellen. Das ist ja nicht so schlau. Hier wäre perfekt eigentlich. Pass mal auf. So, hier wohnen jetzt die Hühner. Einen schönen Hof haben sie nicht. Was hatten wir denn hier? Ihr habt auf dem... war das Schotter? Hatten wir den Schotter hier, den Hof? Ja, ne? Nee, der war irgendwas anders. War doch nicht das hier. Nee, doch, war Schotter. Schotter. Dann schottern war das. So. Ich mache hier nochmal ein bisschen rund die Ecke. Und dann passt mir das schon. Pass mal auf Tiere. Hühner. Jetzt brauchen wir wieder so einen Hühnerversand. So ein Versandhäuschen. Problem ist, wenn wir die Mülltonne im Weg stehen, ne? Ach, können nicht die Mülltonne, die Schubkarre, die können wir auch nicht entfernen, oder doch? Nee, ist Dekoration, bleibt dabei. Ja nun, was ist denn, wenn wir das Haus einfach da drüber stellen? Ist eigentlich gehen. So, kollisionstechnisch ist hier dann richtig Krieg, ne? Aber passt hier eigentlich perfekt hin, die kleine Hütte. Doch, das ist gut. So, dann machen wir hier die Hühner wieder hin. Keine Angst, den Raster können wir hier wieder entfernen und dann lassen wir die einfach laufen. Warte mal, das machen wir mal sofort weg. Dann ist es wieder schön. So, guck mal, dann haben wir hier einfach Hühner laufen. Den Traktor mit dem Futter, den holen wir mal als erste dran. Wo ist er denn? Hier hinten steht er rum. Dann hauen wir hier nochmal einen Schluck rein. Also eigentlich haben wir sehr, sehr viele Traktoren, ne? Also die Auswahl, die ist jetzt nicht begrenzt, aber irgendwas mit Leistung bräuchte man halt, aber würde, glaube ich, sehr viel kaputt machen, wie ihr selber oft sagt. Deswegen bleibt das alles so. Okay. So, da wir hier wenig Kolli haben, können wir theoretisch hier hinter wunderbar langfahren und den Anhänger hier stehen lassen. So, wir machen mal voll. Oha, wir holen gleich die nächste Schippe. Oh la la. Oh, da haben wir aber ordentlich Futter verschenkt, wa? So, die Hühner können da gleich wieder raus aus ihr Gefängnis. Aber erstmal machen wir hier Futter soweit fertig. So. Ach, so geile Ding. So, da haben wir die Hühner doch schon mal ordentlich umziehen lassen. Und ich denke mal, da sind wir alle zufrieden mit. Also ich auf jeden Fall. So, dann werden wir sie wieder ihrer Freiheit entlassen. So. Das ist ein cooler Käfig. Du kannst ja massenhaft sehr, sehr viele Tiere mit eigentlich befördern, ne? 360 Hühner, das ist schon eine Nummer. Wie eng die alle eingefärbt sein müssten da drinnen. So, pass mal auf. Zack. Wenn wir jetzt hingehen. Dann schmeißen wir die hier alle wieder raus. So.
Dann müssten die eigentlich alle wieder rumlaufen, oder? Ja, wir haben Hühner auf dem Hof. Wollen wir den Käfig da... Nee, warte mal, den Käfig lassen wir da mal nicht stehen. Wenn wir mit dem Futter da wieder hinfahren wollen, dann ist der nämlich hochgradig im Weg. Den können wir aber da hinten in der Ecke stellen. Sagte der Hahn. Okay, pass mal auf. So, man nehme den Käfig. Transportkiste, eigentlich echt voll praktisch. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen die Hühner alle verkaufen und... Ey, ich stelle das da hin. Und dann wieder neue holen, aber das geht ja richtig entspannt. So. Achso, wir müssen hier das hier noch aktivieren, ne? Direkt verkaufen, aktivieren. So, läuft. Okay. Das ist doch okay, oder? Ich denke, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Dann können wir ab und zu mal so ein Chickenblatt fahren, wenn die hier so im Weg rumstehen und wir hier gerade langkommen. So, dann bauen wir das hier alles wieder auseinander. Und dann schauen wir mal, dass wir die BGA dahin bekommen. So, und ich hoffe, das funktioniert da vernünftig mit dem Versand. Aber ich denke mal schon. Ich hoffe nur, der... Ah, warte mal, der Traktor könnte da im Weg stehen. Der steht nämlich genau im Trigger. Ist vielleicht ja nicht so geil. Dann drehen wir die Karre einfach mal um und dann passt das eigentlich schon. Hoffe ich mal, denke ich mal. So, na guck doch. So ist es doch super. Das gefällt mir. Ne? Und euch doch auch. Könnt ihr schön hier die ganzen kleinen Unkrautsamen und Sprösslinge aus dem Schotter rauspopeln. Ne? Genau, ein bisschen Gras habt ihr hier auch. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier trotzdem rüber gehen. Futter ist da. Da, wo ihr rumläuft, lauft, ist normalerweise eh kein Gras. Von daher passt das schon. So. Abmarsch. Das war eigentlich schön. Hat mir gefallen. War relativ einfach und easy. So. Okay, BGA, Freunde, jetzt geht los. Wenn wir die BGA bauen, dann brauchen wir noch was, um da die Gülle reinzubringen, weil hauptsächlich möchte ich da die Gülle drin verwursten. So, Produktion. Da ist das Ding. Ah, Händlerbereich, klar. Warte mal, wir löschen mal das hier. So. So, jetzt müssen wir die nur ordentlich positionieren. Wir können die... Ne, doch, warte mal. Wenn wir die hier Dichte beistellen, sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht dran. Schön Dichte an der Straße. Wobei, ich weiß nicht, ob wir denn da unser Gras kaputt machen. Guck mal, das finden wir auch hier am Tor. So. So. Ja, so ist doch... Ey, ist ja perfekt. Guck mal. Genau mit dem Beton hier an dem Weg... Ja, geil. Hat ja mal wieder geklappt. Landschaftsbau, Pflanzen. Wiese. So, die tut ihr jetzt so wachsen tun. Wir könnten vielleicht hier so ein, zwei Bäumchen noch hinstellen. Was sagt dann? Nicht große. Guck mal, hier eine Birke oder sowas. Was hier auch nicht großartig ist. Oh, da ist der Gasbrenner. Vielleicht doch nicht. Oh, die Nachbarn werden sich freuen, wenn sie immer schön die Fackel vor der Nase haben. Naja, sind ja nicht unsere Fenster. Warte mal. Oh. Was ist denn mit sowas hier? Ich finde es schön, wenn es da steht. So. Okay. Ein bisschen einwachsen lassen. Der geht da rucki zucki hier. So. Und von mir aus hier hinten auch nochmal ein paar. Ein paar Büsche. Wir machen mal ein paar kleinere. So. Guck mal, schon sieht das cool aus. Ein Bäumchen. Wollen wir hier noch eine kleine Birke trotzdem irgendwie rinfriemeln? So, vielleicht noch. Und von mir aus hier vor auch nochmal eine. So. Schon hätten wir. Wir haben eine BGA, Leute. Ist ja mal mega. Dekoration.
Zaun. Wollen wir jetzt zumachen? Bis da so? Könnten wir eigentlich, oder? So. Tada! Wir haben eine BGA. Haben die den Befüllt-Trigger geändert? Ne, warte mal. Wir werden sehen. So, pass mal auf. Wir brauchen einen Traktor. Wir müssen nämlich jetzt zum Shop fahren und was kaufen, wo wir Gülle von A nach B kriegen. Mit was wollen wir denn fahren? Ich würde sagen, wir nehmen den Belarus. Genau den und düsen los. Quatsch. Lassen wir uns nicht liefern, holen wir ab. Na? So. Und ab die Post. So, Mädels, ja, eure Gülle kann jetzt ordentlich verwurstet werden. Wir machen daraus Geld. Apropos Geld, guck mal, wir hatten vorher 218.000. Kann es sein? Haben wir jetzt nicht mehr. Aber wir haben trotzdem noch sehr viel Geld. 78.000, da kann ich auf jeden Fall voll mit arbeiten. Was wir uns gleich noch zulegen, ist ja nicht so doll teuer. Das geht eigentlich. Oh, Gegenverkehr, okay, so. Und ich hoffe, die Sache funktioniert. Einmal Schranke bitte, danke. Okay, dann brauchen wir Gülletechnik. Hier ist so viel Zeug dabei, da muss ich erstmal kicken. Was ist denn das hier? 25.000 Liter, 2,5 Kilometer. Ist das hier ein Gülletank mit Schlauchrolle oder? Oh, Leute, das will ich haben. Guck mal, hat 15.000 Liter Füllvolumen. Ich habe da in der XML drin rumgemalt. Es tut mir leid. Ja, lassen wir auch genau so. Und wir hier so eine fetten Reifen? Nö, ich finde die hier cooler irgendwie. Hauptfarbe war vom Rahmen, ne? Ich muss sagen, ich mag die das. Oder können wir... Ach, das Grau ist so... Boah. Was ist mit so einem Olivgrün? Ich finde, die sind aus... Warte mal, wir können... Das Hardy-Rot ist nicht ganz so ausgewaschen, oder? Wobei, wenn wir den Dolly dazu holen, den wir ja brauchen... Guck mal, kostet 8.000. Wir kaufen das. Und passend dazu... Das. Na? Nochmal 3.200. Sind wir bei 11.000 irgendwas und haben hier 15.000 Liter Fassungsvolumen für Gülle. Jetzt wäre natürlich traurig, wenn wir damit nicht in die BGA überladen können. Ja, das wäre jetzt echt nicht so cool. Schauen wir mal. So, wir baumeln erstmal alles hier aneinander und dann fahren wir damit nach Hause, fahren zum Kuhstall, hauen das Ding voll mit Gülle und dann ab in die BGA. Ich bin gespannt. Zack. Das ist erstmal angekumpelt. Schläuche sind sehr miteinander verbunden. Das ist schon mal echt von Vorteil. Und dann ab die Post. Ich finde, das ist ein sehr schönes Güllefass. Wenn wir jetzt einen W50 als Sattelzugmaschine hätten, dann könnten wir theoretisch mit dem W50 Gülle fahren. Aber wir haben hier noch Traktoren. Das muss jetzt nicht noch ein LKW sein, oder? Oh Gott. So. Na, ich bin ja mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Vorteil mit dem Ding, weil der hat hinten Prallteller, was eigentlich ja nicht mehr erlaubt ist, könnten wir sogar die Gülle aufs Feld ausbringen. Ne? Also hätten wir noch Option B, notfalls, wenn gar nicht geht. Können wir das Ding aufklappen? Nö, dann fahren wir einfach ran an den Gülle-Schnorchel und dann lassen wir das mal voll plempern hier. So, warte mal, wie viel Mist ist denn hier schon wieder drin? Zeig! 17.000 Liter. Gülle haben wir 46.000. Wir müssen ein paar Mal Gülle fahren. Das ist ja mal voll geil. Können wir ordentlich Geld machen. So. Leute, drückt die Daumen, dass es klappt. Und Abmarsch. Oh, die Reifen, die quetschen ganz schön. Guck. Super. So, und der soll man noch mal einer sagen, das Güllefass passt nicht zum restlichen Fuhrpark. Ist von Fortschritt, ne? Ist quasi dafür gemacht. Und sieht auch noch mega cool aus.
So, wir müssen zwar mit der BGA, zur BGA immer... Ah, guck mal, die Hühner, die sind so cool. Die stehen ja alle spalier, ne? Die stecken ihr Revier schon ab hier. So, jetzt haben wir natürlich den Nachteil. Ah, geil, wir können überladen. Ehre. Leute, wir haben eine BGA. Und die befüllen wir jetzt mit Gülle. Ich habe keine Ahnung, wie viel reinpasst. Wir können ja mal gucken gehen. Aber wir brauchen noch nicht mal hier irgendwo ranfahren. Wir können einfach davor und dann ist fertig. So, Gülle. Direkt verkaufen, direkt verkaufen, direkt verkaufen. Die Gärreste verkaufen wir, ne? Das Methangas verkaufen wir. Und die elektrische Schicht verkaufen wir. Aber der Füllstand ist jetzt nicht so hoch, ne? Wie ist denn die Rezeptur? Wir sind hier bei 700. Das ist auf jeden Fall mehr als genug. Hier, warte mal, Gülle. Hä? Die Rezeptur ist sehr merkwürdig. Ach so, warte mal. Klar. So, die Produktion läuft. Na, da bin ich mal gespannt. Zyklen pro Monat 24, Produktionskosten 48 pro Monat. Ich hoffe, es funktioniert. Auf jeden Fall wird hier schon mal verwurstet, Leute. Wir holen mal die nächste Fuhre, oder? Das wird wahrscheinlich an die reinpassen. Aber ist sehr schön. Sehr, sehr schön sogar. So, und schon haben wir wieder was für Portemonnaie getan. Hoffe ich jedenfalls. Langfristig gesehen, ist vielleicht die bessere Alternative zum Windrad. Na, da habt ihr gesagt, ah, Windrad, das amortisiert sich nicht nach 2 Jahren, sondern da kannst du das auf jeden Fall länger stehen lassen. Wegen Windstärke, ja, nein, vielleicht. Ist ja nicht immer auf Vollgas, ne? Das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Wir holen hier erstmal die ganze Gülle raus. Und dann ist ja immer noch genug da. Aber ich bin erstmal sehr glücklich. So wie wir das hier gestaltet haben, oder? Doch, der Charme der Karte bleibt damit auf jeden Fall erhalten, weil das ist nicht so ein Riesenpoller wie das Ding daneben an, auf der anderen Straßenseite. Ne, das Nachbargrundstück, wenn wir hier mal so durchschauen, da hinten die fetten Tanks von der Biogasanlage. Ne, das unsere doch kompakter und schöner und kleiner. Ja. Da das so biegt, dann werden wir hier erstmal schön die ganze Gülle verwursten. Und ich mag das, dass wir einfach nur ranfahren brauchen. So. Tada! Schon sehr, sehr cool. Also ohne Quatsch, oder? Kann man so machen. Na, können wir hier irgendwo rauf? Wenn es gerade schlecht war, warte mal hier aufs Dach vielleicht, aber... Nee, sieht man nicht richtig. Ist ja auch real. Ey, passt da alle rein? Ja, Ehre. Okay, genau 2 Güllefässer voll. Perfekt. Was ist denn hier? Güter fehlen. Gras. Güter fehlen. Wir haben 81.000 Heu in der Heutrocknung. Na, das ist doch mal was. Freunde, ich freue mich. So. Lassen wir das Güllefass hier stehen oder machen wir das gleich nochmal voll? Die können wir parken, das mal hier ab. Wir lassen den Belarus mal dran. Und ich denke mal, wir werden sowieso jetzt eine Runde vorspulen, oder? Ich weiß noch nicht wohin. Wir gucken mal. So. Okay. Ich wollte den Belarus dran lassen. So. Die Produktion läuft. Na, wir müssen ja natürlich mit allem füttern, ne? Gärreste haben wir. Elektrische Ladung haben wir. Ja, Silage können wir noch reinfeuern. Wie gesagt, Kartoffeln, die wir noch machen. Machen wollen, machen sollen, machen werden. Müssen wir mal gucken. Die Hühner rennen hier krass rum. Ich glaube, wir haben ordentlich was geschafft heute. Na? Guck mal. BGA mit Güllefass.
Sehr schön. Ich wollte noch was gucken. Der Mähdrescher. Also warum wir beim letzten Mal so schlechte Performance im Shop hatten, ich weiß es nicht. Wir haben den, ich wollte den. Der kostet 89. Das Thema ist damit die Schichte, ne? Müssen wir noch ein bisschen warten. Kriegen wir aber hin. So, Leute, ihr seid für heute entlassen. Hat mega Spaß gemacht. Ich fand es sehr erfolgreich, ne? Unsere Bauaktion hier. Da laufen die Hühner. Hier wird Geld gemacht. Wir können die Gülle verwursten. Wir haben ein Güllefass. Was ich ehrlich sagen muss, ziemlich gut aussieht. Gefällt mir optisch ziemlich gut. XML Füllvolumen passt. 15.000 Liter ist perfekt mit der BGA hier. Von daher läuft die Sache. Was wir beim nächsten Mal machen, müssen wir beim nächsten Mal gucken. Wir sehen noch nicht. Wir sind im Januar. Wir können gerade eh nicht viel machen, ne? Verdacht mit Kalendarium, Zwecks ansäen. Wir hätten Baumwolle. Nein. Kartoffeln im März. Und wir wollten noch mehr machen, ne? Wir wollten Kartoffeln, Mais und Sonnenblumen anbauen. Auf Feld 25 sollte Mais. Das wäre das hier, das lange Feld. Hier sollten Kartoffeln drauf und auf der 26 gerne einmal Sonnenblumen. Ja, dafür haben wir nämlich schon die Sätechnik gekauft. Wann geht denn das hier los? Sonnenblumen im März, Kartoffeln im März, Mais im April. Alles klar, also werden wir uns wahrscheinlich im März wiedersehen. Wenn wir in die Aussaat gehen. Vielleicht sind die Bäume bis dahin schon gewachsen. Die BGA wird hoffentlich Geld rauswerfen ohne Ende. Schaut auf den Kontostand. Wir haben 66.000. Wir schauen mal. Na, wenn mehr wird, perfekt. Ja, wenn gleich bleibt, haben wir wenigstens keine Verluste. Also, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht den Quatsch und Rinni hauen.